Herzlich willkommen bei unserem Video. Wie bekommt man Besucher von der Webseite in sein CRM herein? Dazu darf ich den Sebastian Prohaska begrüßen. Hallo Sebastian. Hallo Bernd. Sebastian, magst du dich kurz vorstellen und deine Firma? Gerne. Also ich bin Inhaber und Geschäftsführer einer Online-Marketing-Agentur, die heißt It Helps. Wir haben uns auf die Themen Google-Optimierung, Google AdWords, das sind die Marketingkanäle, und dann eben auf die Webentwicklung und Webshop-Entwicklung spezialisiert. Also wir bauen die oder verbessern auch Webseiten und Webshops. Derzeit sind wir 26 Experten, also fix angestellte Personen, die in ganz Österreich sitzen, aber primär in Wien und Tirol. Und unser großes Ziel ist, eine internationale Agentur zu werden, und denn wir können derzeit in 9 Sprachen beraten. 9 Sprachen sind schon, das ist auch nicht übel, gell? Wer sind eure typischen Kunden? Kann man das irgendwie eingrenzen? Ja, im Marketing sagen wir brauchen, also ist das Budget eigentlich geregelt, und dadurch erkennt man die Kunden. Wir sagen, wir brauchen ab 1.000 Euro als mindestes Budget pro Monat, damit wir arbeiten können. Das ist im Ads genauso wie im SEO, es verteilt sich nur anders und so. In der Webentwicklung, im Website und Webshop beginnt es eben bei 4.000 bis 5.000 Euro so in dieser Liga, weil wir einfach hochqualitativ arbeiten wollen. Das braucht einen gewissen Aufwand. Wir versuchen das immer runterzuschrauben, was geht, aber Qualität und viele Dinge sieht man nicht und so, aber ja, wie es halt so ist, gell? Wir wollen nicht teuer sein, aber wir wollen Qualität liefern und ja. Also ihr seid, wenn ich das richtig interpretiere, tatsächlich nicht so für die ganz neuen Startups, die frisch am Start sind, sondern eher tendenziell so für etablierte, ein weniger etablierte Unternehmen, gell? Die auch wissen, dass das ein bisschen was kostet, wenn man Werbung im Internet machen möchte, gell? Ja. Du hast eh schon das erste Stichwort gegeben für unser Gespräch heute. Ihr seid ja auch Spezialisten, insbesondere dafür, wie man jetzt Besucher auf die eigene Webseite bekommt. Magst du mal ganz kurz erzählen, was da so die im B2B-Bereich die allerwirksamsten Strategien sind? Also die kurzfristigste und effektivste, die ich kenne im Internet, ist Google Ads-Werbung zu schalten. Ja. Weil ich kriege sofort ein Feedback, ich bin morgen online, ich kann übermorgen abschalten, ich kann es genau tracken, was passiert, und kann die Effekte, also ich kenne wenige Marketingmaßnahmen, die so messbar sind. Ja. Genau, und dann ist alles, was sozusagen im Bereich so Performance-Marketing, natürlich Social-Media-Ads und solche Dinge, hat man einen ähnlichen Effekt, da funktioniert es ein bisschen anders. Und da gibt es natürlich so träge Sachen wie Suchmaschinenoptimierung. Das ist super cool, wenn ich in einem Jahr viel Mehrwert haben will, aber das ist halt erst in einem Jahr oder in 2 Jahren oder so. Und ich muss aber heute schon arbeiten oder Geld investieren. Dafür, ja. Also, aber das sind sehr effektive Kanäle. Wir haben ja ca. 200 Projekte parallel laufen, und wir haben sicher über 500 im Zugriff, wo wir die Daten sehen. Und was auffällt ist einfach, dass es gibt 2 Mächte, das ist Google und Social Media als Traffic-Quelle. Das ist das Häufigste. Von dem Paid. Also ich bin auch ein großer SEO-Freund, weiß aber auch gleichzeitig, dass es halt sehr langfristig ist. Und da eben auch, dass ich glaube, muss beide Strategien mehr oder weniger parallel starten einmal, wenn man beginnt. Das wäre gut, wenn man es sich leisten kann. Also perfekt ist Ads testen. Wenn ich im Ads coole Conversion kriege, baue ich mir sofort das Ranking in der Google-Optimierung auf und schalte Ads weg und brauche das nicht mehr. Das wäre perfekt, wenn man sich beides leisten kann. Ja, wir reden ja heute speziell über Pipedrive, und dementsprechend sind wir auch im B2B-Bereich unterwegs. Ja, da darf man tendenziell schon eher sagen, dass meistens Firmen sind, die ein wenig finanzielle Power dahinter haben. Das wissen jetzt aber die meisten schon, dass man Werbung machen muss, und das wissen die meisten auch Google AdWords und Social Media und SEO. Das, was uns heute speziell interessiert, ist, man bekommt die Besucher auf die Webseite, aber wie bekommt man die Daten von den Besuchern, nämlich automatisch dann möglicherweise noch in den Pipedrive hinein? Was sind denn da so deine Quick Wins? Also ich glaube, vor allem im B2B-Bereich, aber eigentlich in jedem Bereich, es dem User so einfach wie möglich zu machen. Und ich würde es nicht immer künstlich irgendwie versuchen zu verkomplizieren. Der muss sich zum Newsletter anmelden, und dann muss er einen Brief mir schreiben, und erst dann rufe ich ihm das erste Mal an, weil ich weiß nicht was. Und das beginnt schon einmal, Kontaktformulare zu integrieren und die so kurz wie möglich zu haben. Wir haben das immer wieder, hat ein Kunde statt 2 Felder ist auf 10 verpflichtende Felder aufgeblasen. Wir haben von, ich weiß jetzt nicht mehr, 15 Conversion pro Monat, B2B, 15 Conversion ist auf eine runtergerattert.
Weil ja, also so wenig Felder wie möglich, so schnell wie möglich jede Art von Kontakt anbieten. Es Das darf sage ich auch die auch, ja. klassische Mail sein. Also das kann man ja auch genauso cool in Pipedrive integrieren, aber da bist du mehr Profi. Aber so wenig Felder und jede Art des Kontaktes sollte man ihm zu ermöglichen und so gut sichtbar wie möglich. Der darf keine Sekunde Kontaktdaten suchen. Nie. Das, ja, das ist genau das, was ich auch sage. Ich sage so, also jede denkbare Kontaktmöglichkeit. Also manche telefonieren lieber, manche schreiben lieber eine E-Mail, manche benutzen gerne einen Chat, manche schreiben gerne ein Webformular rein. Und ich sage für mich als Anbieter, ich möchte meinem Kunden nicht vorschreiben, welchen Kanal er benutzen muss. Wichtig ist mir natürlich, dass alle Kanäle dann im Pipeline landen. Das ist logisch. Ja klar, Aber ja klar. das können nicht wir. Du, was sagst du, was sind deine Erfahrungen mit Chats und Chatbots? Also der Chat sind, wenn sie gut eingesetzt sind, ein wahnsinnig tolles Werkzeug. Das betrifft jetzt die Chats, die Chatbots, sage ich auch gleich was dazu. Aber Chats, wenn man da schnell reagiert, und schnell bedeutet innerhalb von zwischen 10 Sekunden und 60 Sekunden, maximal 90 Sekunden, dann wird schon zart, aber Chat heißt Real-Time. Aber wenn man das beherrscht und man kann ja Chat so konfigurieren, dass man sagt, ich bin auch jetzt nicht erreichbar. Das heißt, das ist ja nicht immer so, sondern ich weiß nicht, 3 Stunden sitze ich jetzt da, mein Pipedrive offen, kriege die Benachrichtigung, neuer Chat, Income, bitte schreiben. Und es ist das Service. Wahnsinnig mächtig. Ich habe seine Daten strukturiert fertig auch. Ich habe ja seine E-Mail-Adresse, was auch immer ich dann abfrage oder konfiguriere. Chat ist ein wahnsinniger Hebel für B2B, B2C, ganz egal. Was sind deine Erfahrungen? Wie viel Prozent der Leute schreiben aktiv im Chat dich an? Kann man das ungefähr sagen? Na, weil sehr viel auf B2C, B2B und solche Themen kommen, muss man echt sagen. Aber es kommt und auch auf Mobile versus Desktop-User. Also wir haben ja auch so Tests, wo wir WhatsApp integrieren als Chat-Option und so oder solche Spielereien. Das kenne ich gar nicht, ja. Und man glaubt nicht, B2B, Rechtsanwalt, 90% Anfragen über WhatsApp. Ah, klar. Also irgendwie total org. Aber wir haben WhatsApp integriert, als Agentur geht gar nicht. Weil WhatsApp sehr mobil orientiert ist und nicht so Desktop-App und solche Dinge. Aber also wir dürfen bei unseren Kunden mitlesen. Also das ist auch vereinbart, dass wir da mitlesen dürfen in der Anfangszeit. Und es sind immer so verkaufsfördernde Fragen und so. Weiß ich nicht, was bei uns könnte die Frage sein. Ich habe irgendwie in 3 Tagen würde ich dringend eine SEO-Analyse oder so brauchen oder schneller seid ihr so schnell verfügbar. Und jemand, der eben. Und ich gehöre auch zur Kategorie, ich rufe nicht mehr so gern an, ich schreibe lieber. Und wenn es dann Chat gibt und ich kann die Agentur fragen und die antwortet mir innerhalb von 15 Sekunden, ist gekauft. Also ist beauftragt. Ja, das ist schon ganz witzig. Ja. Ja, stimmt. Nein, das ist die Erfahrung habe ich auch jetzt, egal über welchen Kanal. Es ist sehr oft der Erste, der halt ein passables Angebot oder eine passable Antwort schickt, der da vorne dran ist. Das ist einfach dieses Zeichen des Kundenorientiertseins. Ja, man traut jetzt einer größeren Agentur oder man traut einer Agentur zu, dass sie gut arbeitet, wenn sie auch in der Lage ist, Kundenanfragen schnell und gut zu beantworten. Da ist egal über welchen. Der Chat ist halt eine von vielen Möglichkeiten. Ja. Genau. Es geht auch sehr, wirklich sehr gut. Das ist für mich ein riesiger Quick-Win, egal wie groß das Unternehmen ist, in dem ich mich befinde. Wenn man Ansprechpersonen auch mit Foto optisch klassifiziert und darstellt. Ja, das Also, gibt's. du kannst den Bernd anrufen, der ist für unsere Fragen für Pipedrive da, von 9 bis 18 Uhr kannst du ihn hier erreichen. Mega. Versus dieses unbekannte Website und man weiß nicht und Ding und dann komme ich in ein Sekretariat, die überhaupt nicht wissen, was Pipedrive heißt und so. Okay. Und da ist zum Beispiel der Chat auch gut, weil da sind die Fotos dabei. Hast du Erfahrungen mit die Leute aktiv ansprechen, wenn sie auf die Seite kommen, über den Chat? Nein, nicht. Das haben wir mal eine Zeit lang gemacht. Und ich habe das immer verglichen mit dem Team damals, mit dem ich gearbeitet habe. Das ist, wie wenn du ein Geschäft hast, einen Laden, und da kommen die Leute rein und sagen, sie schauen sich nur mal um und schauen links und rechts. Und ein guter Verkäufer spricht den Kunden dann schon auch an. Und zwar nicht nur mit, kann ich Ihnen helfen? Weil das kann ein Chatbot genauso, sondern mit irgendwas ein bisschen persönlicheren.
Ja, Ja. total interessant. Im ersten Moment kommen die Leute manchmal ein wenig ertappt vor, aber im zweiten Moment schätzt man auch so diese Kundenorientierte, dieses gleiche System. Also ich bin großer Freund davon, die Leute, die jetzt eh auf deiner Seite sind, bevor man sie wieder rauslässt, einfach Super, einmal ja. dadurch einmal, Ja. einfach einmal anzusprechen. So im Schnitt von Ja. 5 Leuten antwortet einer irgendwas. Also nicht besonders Okay. viel, aber es ist trotzdem von Ja. 5 Leuten einer, der sonst nicht geantwortet hätte. Ich glaube, es was halt ein Grundfazit auch oder ein Grundlearning sein kann, ist einfach ausprobieren Ja, für seine genau. Branche, für seine Kunden und dem eine Chance geben, eine Zeit lang beobachten und dann entscheiden, macht man es weiter oder nicht. Genau. So. Weil das eine, was bei Kunde A, der genau gleich ist wie Kunde B, kann da super gehen und bei dem nicht. Ja, ganz Das genau so ist ist es. Ich höre sehr oft von unseren Kunden, die sagen, na, wir wollen das nicht, wir können es nicht, wir können es nicht handeln. Das ist etwas, wichtig. gerade bei diesem Ansprechen, manchmal hat man mal 1 Stunde Zeit und dann sitzt man im Büro und dann kriegt man eine Nachricht, dass da jemand auf der Seite ist und den spricht man dann halt mal an, wenn man Zeit hat. Ja, Wenn man genau. keine Zeit hat, spricht man halt nicht an. Also Ja, klar. Na, na, diese total, ja. fehlenden Ressourcen, aber genauso zum Ausprobieren sehe ich das genauso. Genau. Ich habe da auch eine gute Lösung dafür, kostenlose, zum Ausprobieren, Ja, dass du weißt. Das ist nicht klar. Pipedrive, nicht Pipedrive. Das Pipedrive Ja, hat nicht leider falsch. den Live-Chat, diesen aktiven Live-Chat Ja, nicht, sondern nur den Chatbot. Du ich wolltest was kenne zum. einen Online-Shop-Betreiber in der Schweiz, der supportet da die Menschen auch durch den Ding-Prozess, also durch den Kaufprozess und so des Webshops und so. Weil die sind da durchschnittlich sehr lange oben, es ist ein älteres Publikum, die wissen das zu schätzen. Der macht das auch aktiv, also proaktiv und hilft die beim Checkout. Naja, ja. Wie auch da wieder echte Menschen. Hey, Naja. ganz, ganz wichtig. Ja. Du wolltest noch was zum Thema Chatbot sagen, wenn wir gerade von echten Menschen sprechen. Der Chatbot ist, ich rede auch mit großen Agenturen, die das empfehlen, bei, weiß ich nicht, auch großen Telekommunikationsanbietern ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, dass die immer mehr Chance, also immer besser werden. Ich glaube, wir sind heute nur noch nicht so. Also irgendwie, wenn ich 10 Leute frage, wie stehst du jetzt privat zum Chatbot, sagen vielleicht 9,5, die gehen mir eigentlich am Nerv, weil das sind nur bessere irgendwie Support-Seiten und schlagen mir was vor und verstehen eh nicht, was ich mag. Und dann kommt halt die Kontaktadresse Support am Ende des Tages raus. Können wahnsinnig intelligent werden, aber die müssen ja auch erst lernen. Das ist ja meist eine KI dahinter. Aber ich glaube, das sind wir noch ein bisschen zu früh. Aber Ja. Also, ich habe auch die Erfahrung, dass der Chatbot per se, wenn man jetzt auch schön und lustig macht und so und auf allen Seiten auch einbaut mit dem gleichen Storybook, dass das, naja, nicht so dramatisch viel bringt. Das, was wir schon auch sehen, ist, wenn du jetzt zum Beispiel auf deiner Preisseite jetzt einen eigenen Chatbot mit spezifischen Fragen dazu machst, dann bringt schon wieder mehr. Also, das kannst du mit Pipedrive, mit den Playbooks ganz gut machen. Ja, okay, sehr gut. Naja. Du, was sagst du, also Webformulare hast du noch gemeint, sind doch ein. Logischerweise ein gutes Mittel. Macht es da einen großen Unterschied, ob das Formular jetzt auf der linken Seite oder rechten Seite oder oben eingebaut ist oder was soll ich meinen? Also dieses typische, was man so von Conversion-Testen Ja. irgendwie ist, der Button rot oder Genau. grün. Das kommt eigentlich fast nicht so richtig vor. Also es ist eher so Themen wie, brauche ich 10 Kontaktfelder oder was ist, wenn ich nur eine Telefonnummer als Opt-in zulasse? Wie gut ist die Lead-Qualität? Das muss man auch sagen, es kann auch schlechter werden, da muss man das auch wieder anreichern und absichtlich Hürden einbauen. Aber es gibt einfach solche Grundregeln, einfach die beachtet werden sollen. Also Kontaktformulare ganz weit oben im Above-Default-Bereich, also eine Website, wo man sich nicht bewegt, dass dort auf jeden Fall schon eine Kontaktmöglichkeit gibt oder ein Kontaktformular gleich ganz am Anfang eingebaut ist. Auch wenn der dann weiter runter scrollt, aber der weiß sofort, da oben ist das Kontaktding. 2 Felder haben wir lange auf unserer Startseite auch gehabt. Name, Telefonnummer, jetzt Rückruf anfordern. Einfacher geht es nicht mehr. Also es ist eher sowas auszuprobieren. Ja. Wie ist das mit dem Termin buchen? Weißt du, das sieht man sehr oft bei Startups. Das kann der Pipedrive auch sein, einen Terminbuchungslink erstellen und das gibt man. Buchen die sich da fremde Leute einfach rein in deinen Terminkalender? Also ich bin auch hier der Freund. Ja, also ich verwende das nur. Also das ist 99% meiner Termine, kommt glaube ich so zustande. Aber auch auf der Webseite, nicht Ja, bei das ist ein persönlichen anderes Kontakten. Thema. Also die Frage ist, hast du denn nur eine Ansprechperson oder wie machst du die Rotierung quer den Termin und die Kalendersync? Da kenne ich jetzt noch wenige Lösungen, die gut funktionieren. Heißt nicht, dass es nicht gibt, aber wenn ich mehr als eine Person habe, die das beantwortet, weiß ich es nicht. Und das ist bei uns leider der Fall. Dann sind es eben drei, die das Neuanfragegeschäft machen.
Hätte ich eine Person, würde ich sofort hineintun. Aber immer als Alternative, du kannst dir, und das schreibe ich auch in jeder Mail eigentlich, du kannst dir hier gleich einen Termin aussuchen oder schick mir zwei Terminvorschläge Ja, zu. Ich möchte dich nicht zwingen dazu, weil das Feedback war schon, es muss ich schon wieder so einen Kalenderlink ausfüllen. So, jetzt aber, wenn ich den Satz dazu schreibe, zwei Terminvorschläge senden, dann passen die nicht, dann schicke ich wieder zurück und so weiter, ist das mühsamere. Deswegen entscheiden sie sich freudig für den Kalenderlink. Und wenn ich auch weiß, ich rede mit Sebastian und so weiter, dann ist das schon wahnsinnig fördernd. Also sofort. Wie beim Arzt, wo ich mich einbuchen kann. Das ist schon super. Du tickst da ganz genau gleich wie ich. Ich sage auch, der Höflichkeit halber schicke ich auch, ich mache das aktiv auch. Ich schicke zwei Terminvorschläge und schreibe dazu, wenn einer von denen nicht passt, hier wäre mein Kalender, hier können Sie sich einen Termin aussuchen. Mache ich ganz genau gleich wie du. Das, wie man aus diesem Thema herauskommt, man hat drei Leute, die sich um Termine, um die Erstanfragen kümmern. Manche unserer Kunden binden dann auch einen vierten User sozusagen in Pipedrive ein und haben da hier einen Kalender drinnen und irgendwer wird schon frei haben. Das heißt, wenn die drei nicht sind, dann Geht kommt noch auch. irgendwer anders Ja, dahin. geht auch. Aber also auch Dann, ausprobieren ist sehr gut genau. umsetzbar ist, ja. Total gut, ja. Ich fasse mal an der Stelle kurz zusammen. Das, was ich jetzt hier heraushöre, ist, man soll in Wirklichkeit einfach mal alles ausprobieren, was einem so einfällt. Und auf der anderen Seite den Kunden halt nicht und nicht und nicht einschränken. Dem Kunden halt sämtliche Kanäle bieten. Ja. Absolut. Also ich habe eine Website, da habe ich, glaube ich, Kontaktformulare dreisprachig, dann vier verschiedene Konfiguratoren, wo sie sich die Leute was zusammenrechnen können und wenn sie Lust haben, kann sie kontaktiert werden. Also so typische Preisrechner. Und wenn du jetzt noch den Namen eingibst, kannst, also kriegst du das Ergebnis, aber wenn du den Namen eingibst, wirst du auch mit diesen Daten angerufen. Da spielen wir über die Kontaktformulare, über Zapier Service nach Pipedrive oder Pipedrive direkt, schauen wir immer drauf an. Und der hat den Deal und weiß nur, von welches was auf der Webseite ausgewählt hat und hat das aus allen Informationen zusammen und kann da wahnsinnig effizient, also die Leute, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wollen ja aus Pipedrive gar nicht mehr raus. Also die wollen ja nichts mehr anderes mehr sehen. Die wollen ja alles da drin haben. Ja, sicher. Weil es natürlich One Spot ist Sinn. und das geht mega gut. Also, ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Und das ist auch eine deutlich sympathischere Art und Weise, als jetzt dieses, da gibt es so Seiten, da lässt du dir was berechnen, aber du erfährst das Ergebnis dieser Berechnung nur, Genau. wenn du eine E-Mail-Adresse hergibst. Also ich finde das nahe Katastrophe. an der Unseriösität bei sehr vielen. Ja, das ist, also diese, das, ich weiß nicht, das kommt so ein bisschen aus dieser Sales Funnel und Sales Funnel per se sind ja nicht schlecht. Also sprich, man überlegt sich, okay, da geht der Newsletter und da macht er das und whatever. Aber man vergisst so sehr und so schnell, dass die Leute auch direkt Kontakt haben wollen. Also, und oder eben einen Konfigurator free, weil das ist jetzt ein SEO-Thema. Aber wir haben jetzt, wir entwickeln gratis Tools für unsere Website. Also darf jeder gratis verwenden. Was wollen wir damit? Ich will, dass die Leute täglich auf meine Website kommen und ein gratis Tool verwenden, weil das Tool so gut ist. Er wird sich schon melden, wenn er, also was ist besser, als wenn jemand jeden Tag auf seine Website geht? Da gibt es nichts. Da ist mir seine Kontaktzeile im Newsletter nicht so wichtig wie diesen Effekt. Das Und wenn vollkommen mein recht. Newsletter oder so oder mein Opt-in wertvoll genug ist, dann wird er sich dazu eh auch anmelden. Genau Aber so ist es. dieses Gezwungene und so, also es hat sicher seine Berechtigung. Ich wette, es funktioniert auch manchmal gut. Aber ich mag, ja, ich möchte auswählen können. Und wie möchte ich kontaktieren, in welche Channels, in welche Sales-Prozesse möchte ich integriert werden? Oder dieses, du kriegst nur ein Angebot, wenn du mir die E-Mail-Adresse da lässt. Ja. Das Also ist. habe ich verlassen dreimal, weil ich nicht das mache, im Prinzip. Ja. Ich habe vor 10 Jahren einmal ein Seminar gemacht, das hat sich genannt Kaufen lassen. Und der ist davon ausgegangen, und das sagen auch die Statistiken, dass der Käufer, bevor er bei dir jetzt einmal zum ersten Mal anruft, bevor er zum Hörer greift, in Wirklichkeit zu 70%, haben wir gelesen, informiert ist über dein Produkt. Ja, über Produktbewertungsseiten oder keine Ahnung, über irgendwelche Quellen halt im Internet oder Freunde, was auch immer. Und dann ist er erst bereit, mit dir zu sprechen. Das heißt, in Wirklichkeit kannst du einfach kaum was anderes machen, als dem Kunden den Kauf auszureden. Ja. Das heißt, da kommt ja ein informierter Kunde, der gibt dir auch gerne seine Daten natürlich. Das ist natürlich super dann für die Lead-Qualität. Brauchst halt da dementsprechend viele Besucher auf deiner Seite. Und das, was du da erzählst, das ist genau das. Der kommt einmal auf deine Seite, kommt zweimal auf die Seite und beim dritten Mal schaut er, was du eigentlich noch so anbietest, außer einem guten Tool.
Entspricht ganz genau dieser Philosophie, finde ich super. Ja, total. Ja. Also was eins noch super gut ist, übrigens im Sales-Prozess zum Thema Anfragen, ist unter den Kontaktformularen zu erklären, was passiert, wenn du das Ja. dann absendest. Ja. Nicht technisch, Ja. wann melde ich mich, wer meldet sich, wann kriegst du ein Angebot, dauert das 4 Wochen, meldet sich überhaupt wer, weil es gibt viele Unternehmen oder auch, also B2C jetzt spüre ich es immer privat, ich wollte mein Motorrad ausleihen, sag Probefahrt, Kontaktformular, drück drauf, meldet sich keiner. Mir war es jetzt nicht so wichtig, das Anruf. Oder Gartenzaun fürs Haus. Ich schreibe 4 Handwerker an. Einer bietet WhatsApp an. Keiner antwortet mir. Also ist ja auch okay. Aber man ist ja auch mit sowas konfrontiert, mit ich kriege nie ein Angebot oder es dauert 7 Wochen oder ja. Super, Sebastian. Das, was ich heute noch tue, ist meine ganzen Webformulare auf der Seite genau da hingehen zu überprüfen, ob das überhaupt dabei ist. Danke. Das ist wieder eine Das Stunde finde ich sehr Arbeit. hilfreich. Ja. Ja, wir haben ungefähr 20 verschiedene Webformulare auf der Seite eingebaut. Also ich werde gleich einmal, du hast nämlich vollkommen recht. Ich muss wissen, was passiert als nächsten Schritt. Das ist Nämlich ab immer. wann wird es verbindlich? Ich spüre ja Genau. auch, wie zum Beispiel, wie unangenehm du mir im Sales bist. Weil wenn ich alles transparent habe, habe ich einfach ein besseres Gefühl. Ja. Fühle ich mich willkommen oder nicht? Weil wenn Ja. ich den Sebastian und Bernd nicht kenne und mich Ja. aber der Service von Bernd interessiert, kenne ich dich nicht. Rufe ich dich an und bist du unangenehm oder solche Dinge? Oder freust du, dass ich mich anrufe? Ja. Solche Dinge sind das, Ja. die mir Ja. psychologisch mitspielen. Ja? Ja, du hast vollkommen recht. Das sind diese Freust du Kleinigkeiten. mich, freust du dich auf eine blöde Frage, wo ich nicht sicher bin, ob ich überhaupt in dein Kundenraster komme, also passe und Ja. so? Ja. Ja, unbedingt. Ich schicke dir das Signal, du kannst dich bei mir wohlfühlen, ruf bei mir an, stell mir mal jede Frage. Ja, Das andere können wir noch immer klären dann. Ja? Sebastian, wir haben ursprünglich geplant, dass das Gespräch so 5 bis 10 Minuten dauert. Gell? Wir sind, weil es so spannend ist, schon wieder deutlich drüber. Trotzdem, etwas interessiert mich da noch brennend in dem Zusammenhang, nämlich wie ist deine Einschätzung zu Social Media, insbesondere Xing, LinkedIn im B2B-Bereich? Ich stelle die Frage jetzt bewusst provokativ: Macht Stand heute noch Sinn, über LinkedIn Kunden zu akquirieren? Also, Xing ist, finde ich, gefühlt sehr tot. Da gibt es noch ein paar Kampagnen, die funktionieren, aber eher schwierig. LinkedIn habe ich ein Spam-Problem. Und deswegen glaube ich, hat LinkedIn gerade als Plattform ein Problem. Ich kriege pro Tag 7 Anfragen, so wie wir alle. Der will mich wer kennenlernen. In Wahrheit will er meine E-Mail-Adresse, 1000 Logiken. Gezieltes Kampagnen schalten, weiß ich nicht. Das bin ich, fehlt mir die Erfahrung. Also, ich kenne nur wenige Kunden, die den Kanal aktiv, gut und schlau nutzen. Keinen, ehrlich gesagt. Also, das ist für mich immer so ein Raster. Wenn es irgendwie jeder nicht so richtig oder nur so halb illegal und halb Ding macht, das kenne ich schon. Also, die Systeme kenne ich leider schon. Ja. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem Kollegen aus Berlin, der hat eine Software entwickelt, die halt solche automatisierten Kampagnen sozusagen auf LinkedIn macht. Und der hat gesagt, der Trick an der Sache ist, auf der einen Seite den Automatismus, auf der anderen Seite aber immer das Private dazu. Ja, der hat das auch verbunden mit Pipedrive, das heißt, der startet eine Kampagne auf LinkedIn, wo er zum ersten Mal den Ansprechpartner, den potenziellen kontaktiert und einmal um Erlaubnis bittet, dass er ihm überhaupt Nachrichten schicken kann. Dann schickt er ihm eine Nachricht, schaut, was passiert. Und je nachdem, ob der sich zurückmeldet oder nicht, kann er jetzt an eine andere Aktion triggern. Und da sagt er auch, ist der Trick, zwischendurch einmal die persönlichen Nachrichten dazu zu schreiben. Also 100%. ein bisschen Handarbeit schon auch. Weil du sagst, Spam, ich habe es bei mir jetzt ausgeschaltet, mir kann man keine LinkedIn-Anfragen mehr stellen, weil bei mir auch 5 bis 10 Anfragen pro Tag gewesen sind. Der Mega Kollege, mit Wahnsinn. dem ich da gesprochen habe, hat auch gesagt, das wird jetzt von LinkedIn jetzt auch schon als echtes Problem wahrgenommen und die verhindern das jetzt mehr und mehr, dass man da so Spam-Anfragen stellt. Mit 100 Anfragen, Kontaktanfragen pro Woche oder sowas. Das Ich ist habe die wirklich Bots insane. ausprobiert auch, ja, und also ich kenne, ich beschäftige mich gerne mit solchen Methoden, wie das dann gemacht wird. Oder dieses typische manuell durchklicken, dann habe ich nämlich die E-Mail-Adresse und da schmeiße ich meine E-Mail-Automatisierung rein. Weil ich habe eigentlich die Zustimmung, ihn zu kontaktieren. Das ist ein Graubereich, nämlich rechtlich. So, es wird trotzdem als unangenehm empfunden. Es hilft einfach nichts. Und die Frage ist, möchtest du als Brand so wahrgenommen werden? Bei mir ist ganz klar nein. Also bitte nicht. Ja. Also ich bin ja jetzt kein Keiler. Also wer passt, passt, aber so ja nicht. Ja. Nicht um jeden Preis. Ja. Aber gibt sicher coole Methodiken. Und wieder ausprobieren. Wie gut Wieder passt es für ausprobieren. einen? Und mit dem Kollegen würde ich sofort ausprobieren, um zu schauen, was kommt da raus. Ja.
Ich höre insgesamt jetzt heraus aus dir, nach oben hin den Trichter möglichst weit öffnen durch die klassischen Werbemöglichkeiten, wie jetzt, also speziell jetzt online natürlich Google und SEO, ja, Trichter aufmachen und dann über die Webseite halt möglichst viele Kanäle anzubieten und den Kunden halt möglichst niedrige Einstiegsschwelle zu bieten, dass man halt dann irgendwie an seine Kontaktdaten kommt und dann auch nur kontaktieren, wenn der Kunde auch wirklich will. Absolut. Ja. Ja. Und dann aber konsistent zu bleiben. Das muss. Also Pipedrive hat ja den riesigen Vorteil, dass dieses Tool ja im Ursprung war ja, dass die Erinnerung der Sales, dass du immer weißt, was ist der nächste Task, du brauchst nichts merken. Das ist so wertvoll in dem Tool. Und damit kannst du einfach Glaubwürdigkeit oder wie soll ich sagen, da kannst du dranbleiben. Wenn er sagt, melden Sie sich in 3 Wochen am Dienstag um 23:58 Uhr und da setzt du den Timer so. Rufst an um 23:58 Uhr. Also schlechte Uhrzeit, aber das ist, was sagt das wieder aus von dir als Firma, wenn du so zuverlässig bist? Wahnsinn. Und das sind ganz kleine Hebel, dass du eben mit dem Tool dann umsetzen kannst. Ne? Das sind die Verbindlichkeiten. Wer sich an sowas Ja. verbindlich erinnern kann, dann kann sich dann auch an die wichtigen Sachen verbindlich erinnern. Ja, Das klar. ist das Vertrauen, das man dann gewinnt. Ja. Absolut. Gut, Sebastian, vielen Dank. Ich schaffe es sicher irgendwie mit meinem Videoschnittprogramm nachher deine Kontaktdaten irgendwo einzublenden. Und sonst, falls das, wenn Sie das nicht hinbekommen, ich hab sie eh und leite gerne weiter, alle, die es interessiert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen pd-experts.com. Da sind meine Telefonnummer, ein Webformular, eine E-Mail-Adresse und sonst Chatbots, wir haben eh alles. Gut, Dankeschön, schönen Nachmittag. Liebe Grüße nach Dankeschön. Wien. Dankeschön.